Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch eine ganz tolle Karte basteln, die seht ihr hier schon mal. Und im nächsten Video seht ihr dann, wie man dazu eine super schöne Verpackung macht. Ich zeige euch auch die Verpackungen noch ganz kurz, damit ihr das seht. Also hier ist die Verpackung in klein mit einer kleinen Banderole. Und die Verpackung lässt sich hier öffnen. Diese eignet sich natürlich total super. Also die kann man beide Seiten aufmachen, so. Und die eignet sich natürlich perfekt für so kleine Schmuckschachteln, würde ich sagen. Die könnte man da dann super verstauen oder verschenken, verpacken. Dann kommt das Ganze wieder in eine Banderole und wird damit verschlossen. Und ich habe die ganze Box auch in groß gebastelt. Hier würde zum Beispiel, also die geht genauso auf, nach oben und nach unten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier zum Beispiel super ein Parfüm reinpassen würde. Und in meinem Fall verpacke ich hier schöne Schleifchen von Stampin' Up in dem Fall. Die bekommt einer von euch, der teilgenommen hat bei meiner Weihnachtswichtelaktion. Genau. Und ja. Ich finde, die Verpackung ist total super cool. Wenn ihr was Schweres verpackt, dann sage ich es euch jetzt gleich, aber ich werde es bestimmt im nächsten Video hoffentlich nicht vergessen und auch sagen, würde ich es euch empfehlen, so rum zu verpacken und eine Banderole rumzumachen, dass es gut geschlossen bleibt. So wie hier eine kleine Banderole außenrum geht, dann hebt es auf jeden Fall. Aber wenn sowas Leichtes drin ist, dann sieht es so auch einfach wunderschön aus und man kann es natürlich auch so rumgestalten. Ja, aber wir kommen heute zum Hauptdarsteller. Ich packe es mal auf die Seite, denn der Hauptdarsteller in diesem Video ist diese wunderschöne Karte. Und die hat natürlich auch einen besonderen Effekt. Die macht man hier auf und dann kann man die auseinanderklappen. Und hat hier eine ganz, ganz besondere Kartenform, die aber wirklich super cool ist und schnell gemacht ist. Und die Idee dazu habe ich von der Andrea bekommen. Sie hat mir in einem der letzten Teamgeist-Videos so eine ähnliche Karte geschickt und die fand ich so schön und habe mir gedacht, die muss ich für euch nachbasteln. Und eine Karte, die fast genauso ist vom Aufbau her, aber hier vorne so ein Fenster hat, ist diese Pop-Up-Karte. Die haben wir auch schon gebastelt, so ähnlich im Video, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Da seht ihr, man kann die so hinstellen, diese Karte. Aber die ist vom Prinzip her ähnlich gestaltet wie diese hier. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video mit dieser Karte. An Material habe ich benutzt, an Farben, einmal die Metallic Kupferfolie, Sahara Sand, Vanille Pur und Marine Blau. Hier sind wieder die Bestellnummern, falls ihr die braucht. Und an Zuschnitten habe ich auch schon ziemlich viel vorbereitet für das Video. Und das Papier habe ich mir wie folgt zugeschnitten. Ich habe einmal ein Stück Sahara Sand in dem Maß 21 x 21 cm. Das falzen wir uns gleich zusammen. Das ist also die Grundkarte. Dann habe ich zwei Stück Marineblau in 10 x 10 cm und einmal in 5 x 10 cm. Dann habe ich Vanille Pur. Da habe ich zwei Stück mit 9,5 x 9,5 cm. Die habe ich mir jetzt schon bestempelt, das erkläre ich euch aber gleich. Dann braucht ihr noch ein Restpapier, wo ihr euch so ein Etikett ausstanzen könnt. Dann habe ich ein Designerpapier, das ist das Designerpapier im schönsten Glanz. Da habe ich euch die Bestellnummer noch gar nicht gezeigt, die halte ich euch jetzt mal hier schnell rein. Das Maß ist 9,5 x 4,5 cm. Dann habe ich mir noch ein Band abgeschnitten, das ist dieses Geschenkband Kupfer. Das ist ungefähr 44 cm lang, also relativ lang, dass man da noch eine schöne Schleife binden kann. Dann habe ich noch ein kleines Etikett ausgestanzt aus dem Metallic-Papier und ein Reststück Vanille Pur habe ich noch gebraucht für diesen Zweig. Und ihr seht ja, ich habe mir da jetzt schon sehr, sehr viel vorbereitet, dass es jetzt im Video ein bisschen schneller geht für euch. Und ich erzähle euch jetzt kurz, was ich hier schon vorbereitet habe. Also ich habe einmal das Festtagsglanz-Stempelset verwendet. Das hat die Nummer 150696, falls ihr das braucht. Da habe ich einmal diesen Stempel hier auf die Hintergründe gestempelt, auf meine Einlegerkarten. Und das Ganze habe ich gemacht mit Marine Blau. Und mit Memento habe ich mir den Zweig aus diesem Stempelset einmal aufgestempelt, auch auf Vanille Pur, und habe mir den schon mal mit der Schere ausgeschnitten. Ansonsten habe ich noch verwendet
die Sprüche aus dem Stempelset Tannen und Karos. Da habe ich einmal diesen, nach diesem turbulenten Jahr wird ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest drauf gemacht. Das finde ich passt jetzt perfekt. Und frohe Weihnachten habe ich auch noch aufgestempelt. Eben auch in Marineblau? Genau, dass sie nicht durcheinander kommen. Ja, also ich habe schon ein bisschen vorgestempelt. In diesem Stempelset sind noch diese kleinen Punkte hier. Und die habe ich mir auch schon aufgestempelt mit dem Delikata-Kissen. Das brauchen wir aber nachher auch, weil das verwenden wir auf jeden Fall nochmal. Also wir ein bisschen stempeln tun wir heute schon noch. Das wäre das in Kupfer. Und dann habe ich eben noch was gemacht. Und zwar habe ich mir die Etiketten schon ausgestanzt aus den raffiniert bestickten Rahmen. Einmal dieses Metallic-Etikett und einmal das eben in Vanille pur. Und dazu habe ich einen kleinen Trick für euch. Den wollte ich euch eben schon länger verraten. Ich schaue jetzt nur, welche Größen ich da genommen habe. Wobei ihr das eigentlich immer an dem ausrichtet, wie groß euer Spruch ist. Also ich habe jetzt hier das zweitgrößte, also das zweitkleinste, muss man sagen, rechteck ausgestanzt und dann das passende viertgrößte dann drüber. Aus diesem raffiniert bestickten Rahmen. Weil mit dem kann man jetzt da super was Tolles zaubern und das zeige ich euch im Video. Ja, das war jetzt erstmal ganz schön viel und jetzt starten wir einfach mal los. Was ich jetzt als erstes mache, sind meine ganzen Kleinteile mal aufkleben. Wenn ihr die Karte ganz neu von vorne bastelt, würdet ihr wahrscheinlich mit dem Stempeln anfangen. Ich habe diesmal schon so viel vorbereitet, weil ich nicht genau wusste, wie ich das zusammen aufnehme. Ob ich die Boxen zusammen aufnehme oder ob ich die Box mit der Karte zusammen aufnehme. So war eigentlich der Plan. Und deswegen habe ich hier schon ganz viel hergerichtet, dass das Video, wenn ich die große Box mit euch bastel und die Karte nicht ganz so lang wird. Aber nachdem ich es jetzt andersrum mache und die Boxen separat aufnehme, habe ich eben hier schon ziemlich viel hergerichtet. Aber ich habe ja ganz viele Videos und ihr könnt natürlich auch immer schauen, wie man stempelt in den anderen Videos. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung für euch so. Ich nehme jetzt hier den Flüssigkleber und klebe mir mein Vanille-Pur-Papier auf meine marineblaue Mattung sozusagen, also auf das andere Papier. Genau, das ist dann schon mal für unsere Innenseite. Und mein Designerpapier kann ich jetzt auch schon mal aufkleben, hier vorne drauf, auf mein anderes marineblaues Papier. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen weniger Einzelteile rumfliegen. Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Und jetzt zeige ich euch diesen Tipp mit meinen zwei ausgestanzten Teilen. Das gleiche habe ich nämlich mit dieser Karte gemacht. Ich habe euch mal diese Geldkarte gemacht. Also wenn ihr Geld verschenken wollt und so eine Zauberkarte basteln wollt, wo man das Geld reinlegt und das sich dann immer weiter wegzaubert, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt leider kein Geld, das sonst würde ich euch zeigen. Könnt ihr dieses Video hier oben anschauen, da ist die Zauberkarte verlinkt für ein Geldgeschenk, auch für einen Mann total super. Und da habe ich es auch so gemacht. Da habe ich hier in den Hintergrund ein größeres und ein kleineres Etikett gemacht. Und das machen wir jetzt mit dem auch. Und dazu muss man einfach dieses Kleine auseinanderschneiden. Das ist also so ein kleiner Tipp, ein kleiner Trick, den ich euch da noch verraten wollte. Und gesehen habe ich das auch auf der Karte von der Andrea, die ich mir jetzt auch noch schnell suche, dass ihr die auch noch seht. Also ihr kriegt dort einfach ganz viele Ideen. Das ist die Karte von der Andrea, die man sich eben genauso aufmachen kann. Und da sieht man das im Hintergrund. Das fand ich eine super Idee und das wollte ich euch unbedingt zeigen. Danke Andrea für diese tolle Idee. Und was ich dafür mache, ist einfach nur mein kleines Etikett auseinanderschneiden. Bisschen Kleber drauf machen. Und dann klebe ich das hier einfach schön auf, dass ich ungefähr den gleichen Abstand habe und dass die beiden Spitzen schön übereinander liegen. Und schon habt ihr aus zwei kleinen Etiketten ein großes, finde ich, sehr elegantes, schönes Etikett gemacht. Okay. Jetzt liegen hier ein bisschen weniger Einzelteile rum. Dann gehen wir jetzt an die Grundkarte. Dazu brauche ich mal meinen Papierschneider und mein Papier in Sahara-Sand. Das habe ich mir ja schon zugeschnitten auf 21 x 21 cm und jetzt mache ich so, dass ich mir das falze, und zwar bei 10,5 cm mit der hellen Klinge und nochmal bei 10,5 cm auf der anderen Seite vom Papier, also einmal hier und einmal hier. Und jetzt mache ich so, dass ich mir mein Papier einmal umdrehe
und mir noch bei einem der beiden die diagonale Falze. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch komplett das zeigen kann. Habe ich mit dem neuen Papierschneider auch noch nie gemacht, aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil man da oben das so richtig schön anlegen kann. Das schön einspannen kann. Und wichtig ist jetzt hier, dass die Spitze oben genau auf der Führungsschiene liegt und unten auch komplett auf der Führungsschiene liegt. Also so, dass die Spitze da richtig schön drinnen liegt. Und dann kann ich mir das einmal richtig gut durchfalzen. So. Und das ist auch schon alles, was wir machen müssen für diese Grundkarte. Also das ist wirklich eine coole Kartenform. Dann nehme ich mir meinen Papierschneider und jetzt falze ich mir das so, dass diese Bergfalz, also die Falz, die so einen kleinen Berg macht, die muss immer innen liegen. Und die andere Falz, die so flach ist, die muss andersrum liegen. Also diese Berg, dieser kleine Hügel muss nach innen und so falte ich mir jetzt die Karte. Ich schaue auch, dass die richtig schön aufeinander liegt, dass das richtig gut passt. Ich mache jetzt zuerst mal diese geraden Überkreuzungsfalzlinien. Und dann drehen wir uns das Papier ja quasi einmal um, damit diese Bergfalz wieder innen liegt. Und machen noch die Diagonale. Dann ist unsere Karte fertig. Also ihr seht, die geht im Prinzip schon alleine in die Form. Also orientiert euch da einfach daran, ihr habt das Papier ja einmal komplett umgedreht und dann wisst ihr immer, wo die Bergfalz ist, also diese hügelige Falz, und dann könnt ihr da gar nichts, da klappt es auf jeden Fall. Und wenn man es mal nicht so macht, dann geht es trotzdem. Ihr wisst ja, wie die dann aufgehen soll. Also so soll die Karte dann aufgehen im Endeffekt. Okay, jetzt falze ich mir das hier nochmal schön nach. Und dann können wir schon ans Dekorieren gehen. Bevor wir dekorieren, stempel ich jetzt aber noch ein bisschen. Und zwar, ihr habt jetzt gesehen, wie ich die aufgemacht habe. Ich möchte, dass das meine Vorderseite ist, hier unten. Und da stempel ich jetzt noch ein bisschen was drauf. Einmal eben mit dem Delicata Kupfer und einmal mit Marineblau. Da nehme ich mir jetzt nochmal diese kleinen Punkte raus aus diesem Stempelset Festtagsglanz. Und zeige euch auch gleich, wo ich die hinstempel. Hier habe ich mir hier ein bisschen so in den Hintergrund gestempelt. Das finde ich macht noch ein bisschen, das lockert das Ganze noch ein bisschen auf. Es ist ja relativ schlicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Garn hier hinten im Hintergrund seht. Also da ist noch so ein feiner Garn. Aber so ist die Karte sehr, sehr elegant, finde ich. Ich mag die Karte sehr, sehr gern. Finde sie wunderschön. Und da gehe ich jetzt einfach ein bisschen, mein Gott, so kreuz und quer da drüber. Auch ein bisschen gerne den Stempel ein bisschen drehen. So ungefähr. Dann wasche ich mir ganz kurz meinen Stempel ab. Tupfe mir den noch ein bisschen trocken und mache das gleiche auch nochmal mit dem Delicata in Kupfer. Einfach auch noch so ein paar kleine Tupfen da drauf setzen. Da ist dann nachher unser Etikett dann drüber, aber ein bisschen funkelt es da noch im Hintergrund raus. Dann nehme ich mir gleich mein Designerpapier und den, das ich auf den marineblauen Karton geklebt habe. Ich habe halt irgendwie ein Problem mit Marineblau. Marineblau ist gar nicht so schwer. Und klebe mir das hier vorne noch drauf auf meine Karte. So. Und dann kommt schon unser Etikett. Und hier ist jetzt wichtig, wir brauchen noch ein bisschen was dazu zum Etikett. Wir malen jetzt noch ein bisschen aus vorher. Ne, wir kleben jetzt erstmal das hier auf die Innenseite. Das heißt, ich drehe mir das Papier jetzt einmal so rum. Jetzt ist hier meine Vorderseite, hier oben. Also so rumdrehen. Und drehe mir das jetzt einmal so, dass meine Diagonalen so sind. Und kann dann hier meine beiden Innenelemente aufkleben. Wenn ihr euch da noch was reinschreiben wollt, deswegen mache ich jetzt diese freie Fläche hier unten hin, dann kann man hier noch viele Grüße unterbringen und hier oben schon das fertige Element klebe ich mir jetzt einfach hier oben noch drauf.
Und wenn wir uns jetzt die Karte so zusammenklappen, passt es einfach wunderschön. Es ist einfach total schön. Okay, dann kommen wir zu dem Etikett. Da gibt es nämlich auch noch einen kleinen Trick. Bevor ich euch den zeige, malen wir noch ganz kurz unseren Zweig aus. Das habe ich jetzt einfach gemacht mit den Blends in Dunkeloliv und Helloliv. Und ich habe mir das so ausgeschnitten, dass ich unten diese Früchte von diesem Zweig, die habe ich gar nicht ganz ausgeschnitten, schön fein, sondern einfach nur so abgerundet, das ging schneller. Und hier, seht ihr auch, habe ich die oberste Frucht rausgeschnitten. Wenn ich euch die mal hier so reinhalte, das sieht ja in Wirklichkeit ein bisschen anders aus, dieser Stempel. Aber das sieht man nachher nicht, also wir brauchen im Prinzip nur die Blätter. Deswegen habe ich die Blätter schön fein ausgeschnitten und das andere so ein bisschen grob. Und das koloriere ich mir jetzt einfach mal mit dem Blends, dann nehme ich euch mal ein bisschen näher ran. Und jetzt kommen wir zum Verschluss der Karte im Prinzip. Und da mache ich es jetzt so, dass ich mir einfach ein Stück Abreißklebeband hier über die Mitte von meinem Etikett mache. Und dann mit den Dimensionals, also mit den Abstandsklebern, einmal hier außen rum gehe. Und ich gucke jetzt vorher noch, wo ich meinen Zweig haben möchte. Den klebe ich mir jetzt vorher noch auf. Jetzt nehme ich mir den Zweig und klebe mir den einfach hier auf dieses Abreißklebeband drauf. Also da habe ich jetzt die Folie weggemacht und dann klebe ich mir den Zweig da quasi drüber, so dass hier vorne diese Frucht, die wir weggeschnitten haben, nicht mehr zu sehen ist, sondern nur noch die Blätter und von den Blättern so viel wie möglich. Und dann klebe ich mir da hinten drauf nochmal ein Stückchen Abreißklebeband, das habe ich jetzt schon gemacht, und bringe mir hier jetzt als allererstes noch ein bisschen Garn auf. Ich möchte ja da in den Hintergrund noch so ein bisschen, das sieht man zwar nur ganz leicht, aber das macht das Ganze noch ein bisschen feiner. Ich habe noch so ein Kupfergarn, vielleicht habt ihr das ja auch noch irgendwo rumliegen. Das mache ich mir jetzt, wickele ich mir das einfach ein paar Mal um die Fingerchen und setze mir das auch noch da hinten drauf als kleines Highlight. Das klebe ich jetzt eigentlich mehr auf diesen Abstandsklebepad drauf, dass man das dann oben richtig schön sieht. Seht ihr das jetzt so ganz fein? Ich glaube, hier sieht man es am besten. Und dann nehme ich mir eben mein Band und klebe mir das jetzt so auf, dass ich auf dieser rechten Seite hier noch ein bisschen Band übrig habe, dass ich danach leicht eine Schleife machen kann. Also so klebe ich das jetzt auf von der Position. Und dann kann ich mir noch die restlichen Klebeetiketten von der Folie befreien und kann das Ganze dann komplett auf meine Karte aufkleben. Und so habt ihr also das Etikett gleichzeitig integriert mit dem Verschluss und ich finde, jetzt hier sieht man den Faden auch ganz schön im Hintergrund. Wenn ihr das Garn natürlich nicht habt, könnt ihr natürlich auch mit Kupfersternchen oder so noch dekorieren. Und habt jetzt hier so eine richtig schöne Karte. Ich zoome euch jetzt mal ein bisschen raus, oder kriege ich alles rein? Ein bisschen zoome ich euch raus. Genau, dass man das nochmal so richtig schön sieht. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Kartenform und eine richtig schöne Karte. Hier kann man jetzt eben ein Schleifchen reinmachen. Und verschließt somit die Karte, dass sie nicht wieder aufklappen kann, wenn sie hingelegt wird. Also die Schleife ist jetzt nicht die schönste der Welt, aber es ist eine Schleife. Das lässt sich grundsätzlich erkennen. Jetzt ist es ein bisschen besser. So, ich lege euch das jetzt mal hier so hin. Und dann habt ihr das beides zusammen. Und ihr habt hier eine wirklich, wirklich schöne Karte, die ganz elegant ist, finde ich, die man auch super für einen Mann hernehmen kann. Ich finde, es ist auch gut geeignet für einen Mann. Und ja, fein, elegant. Mir gefällt es total gut und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, wenn ihr die passenden Boxen dazu sehen wollt, schaut euch das andere Video an.
Und dann freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.